Danke, Holla. Dankeschön. Sehr gut. Mega. Okay, meine Lieben, so. Nimm den Defi. Ja, wir müssen ja langsam machen, ja. Es, viele Sachen sind auch gar nicht für dieses Ding hier gedacht, für dieses Arztzimmer, sondern sind zum Beispiel auch eben gedacht für beispielsweise was anderes, wie eben ein Labor. Ja, müssen wir auch mal ein bisschen gucken, was wir da genau machen. So, einen Gerätetisch nehme ich aber trotzdem noch. Kommt jeweils einer rein. Und hier kommt eben dieses Audiometer-Dings dahin. Konz, dankeschön auch dir für dein Abo auf YouTube. Herzlich willkommen. So, okay, damit ist der Bereich jetzt erstmal schick und fertig. So, haben wir jetzt sonst noch was? Wir haben hier noch einen ganz regulären Korridor. Auch hier im Korridor bin ich dafür, dass wir hier mal noch ein paar Snackautomaten und Wasserspender aufstellen. Das finde ich immer wahnsinnig schlecht. In vielen Notaufnahmen, wo ich bisher war, war es immer so gewesen, dass das irgendwie immer gefehlt hat. Also ich war mal vor Urzeiten in der Notaufnahme gewesen, ja, und bin da halt verdurstet. Ich glaube, ich habe 4 Stunden lang nichts getrunken, ja, und war dann, irgendwann hat mir dann jemand gesagt, ich bin dehydriert. Und hat mir aber auch nichts zu trinken gegeben, ne, aber hat es festgestellt. Das war schon prägend, quasi. Gut, okay, jetzt muss eine Sache muss noch, ja, wir haben weder Fenster noch sonst irgendwas. Ich finde, auch da müssten wir hier in den Arztzimmern noch was machen. Und natürlich auch in den Zimmern unserer Belegschaft. Da kommen dann erstmal Fenster rein. Auch hier machen wir doppelte Fenster hin. So, und dann kommt hier zum Beispiel nochmal ein bisschen Fenster rein, damit unsere Leute da auch wenigstens mal nach außen gucken können. Das muss ja auch sein. Braucht man ja auch. Und in den Toiletten. Ah, warte mal. Anders. Fenster mit Lamellen, das wollte ich hier. Pass auf, dann machen wir die Fenster hier in den Arztzimmern nochmal raus. Da machen wir Fenster mit Lamellen rein. Ja, muss ja auch nicht jeder gerade reingucken können. Oh, hier. Ah, das war falsch rum. So, nochmal, wo sind meine Lamellen? Da. Na, mit Lamellen, weißt du, so für, die persönliche Privatsphäre. Gut, und in den Toiletten machen wir eine Fenster mit Jalousien rein. Das ist auch gut. WC-Türen haben wir. Ja, kleine Fenster gibt es hier, glaube ich, noch gar keine. Und Farben kannst du auch noch nicht wählen. Schade eigentlich. So, dann kann die Lamellen runterziehen, wer mag. Gut, okay. Die Böden brauchen wir noch. Fällt mal noch so auf. Okay, jetzt machen wir als allererstes den Boden. Und zwar bei den Toiletten gibt es gefließte Böden. Finde ich hübscher. Kann man machen. So, bei dem Laminatboden machen wir im Wartebereich. Und in unserem Aufenthaltsbereich für die Leute. Und hier im dem Bereich, wo unsere Rezeption, unser Empfang steht. Und dann machen wir einen... Was machen wir hier? Warte mal kurz. Weiße, kleine Fliesen. Nee. Betonfußweg brauchen wir gerade nicht. Machen wir hier den farbige Fliesen in so einem freundlichen Gelb. Oh, vielleicht. Hier auch. Und bei unseren Doktores gibt es dann in einem Rot eben einen farbigen Boden. Nee, da gibt es doch so ein Linoleum, helles Linoleum. Das kann man, da kannst du mit dem Kercher drüber gehen, das ist kein Problem. So, okay. Gut, meine Lieben. Das ist bis jetzt erstmal unser kleines Mini-Krankenhaus. Genau, da kam noch ein Tipp gerade von Kiba. Er hat gesagt, ey, pass auf, Zwerge, klick einfach da drauf und dann siehst du schon, was du da reinbauen kannst. Super, super Tipp, ja. Genau. So, jetzt geht's aber weiter. Wir brauchen hier für die Funktion, da stehen jetzt ein paar Sachen, ja. Hier zum Beispiel wird gebraucht ein Arzt, ja. Und jetzt haben wir hier ein paar Ärzte im Angebot, ja. Die Jobagentur hat uns gesagt, wir hätten hier einen Spezialisten, einen Oberarzt, nochmal einen Spezialisten. Und einen Assistenzarzt. Assistenzärzte sind für gewöhnlich meistens Anfänger, ja. Und die Spezialisten oder Oberärzte sind natürlich die Koryphäen sozusagen. Man sieht das auch preislich. Also die, die hier tatsächlich Notfallmedizin schon gut können und auch natürlich richtig gute Diagnosen stellen können, die kosten natürlich auch ein paar Kröten, ne?
Die Diagnostik zum Beispiel ist hervorragend bei der guten Marie oder Mary Rodriguez. Ja, so kann man das sagen. So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt mal jemanden, der es richtig gut kann und jemanden, der vielleicht noch nicht so ganz viel Erfahrung hat. Ja? Also in dem Fall die Mary, die kommt hier hinten rein. Deine Patienten, Krankenhaus akzeptiert nur Patienten. So, machen wir aber noch nicht. Hier kommt jetzt noch jemand als Anfänger oder halt zumindest ein Oberarzt rein. Gut, okay. Die zwei sind jetzt hier. Und jetzt brauchen wir noch jemanden, der den Empfang macht. Ja? Und den Empfang macht hier gerade niemand. Ich kann hier, glaube ich, niemanden zuweisen, oder? Nein, das geht nicht, weil wir brauchen Rezeptionisten. Das heißt, wir müssen hier nochmal ganz kurz neue Leute holen. Stationspfleger wären da hier ein paar. Ich brauche aber jemanden, der Rezeptionist ist. So. Rezeptionist da. Die Andrea. Die Andrea ist Rezeptionistin, kann aber auch tatsächlich stationäre Behandlung. Das heißt, die könnten wir später auf eine Station zum Beispiel bringen. Auch eine Idee, oder? Ah, okay. So, machen wir die Andrea hier rein. So, dann wären wir jetzt im Prinzip, wäre unser Krankenhaus jetzt betriebsbereit. Die stehen schon bereit für die ersten Patienten. Das Spiel ist natürlich noch pausiert, ja. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wen akzeptieren wir denn überhaupt? Und da kommt eine ganze Latte an Informationen. Ihr seht schon, das Spiel ist am Anfang recht leicht reinzukommen, aber es geht so unfassbar tief und ihr wisst ja anhand den Spielen, die ich oft spiele, ich mag das gerne. So, jetzt kommt Nichtversicherte. 10 Stück würde uns die Nichtversicherungsgesellschaft schicken, ja, und dafür kriegen wir, wir sollen 10 Stück behandeln und für einen staatlichen Zuschuss von 20.000 kriegen wir, wenn wir die nehmen. Nachdem wir jetzt 60.000 haben und das der einzigen sind, die wir nehmen können, nehmen wir die auch. Okay. Dann würde ich sagen, lasset die Spiele beginnen, der Tag startet. Die Klinik hat vor einer Stunde geöffnet, ist gebaut worden und Leute sind eingestellt worden. Das kann auch nur bei uns so sein, ja? Gut. Okay. Ganz kurz am Rande, die Notaufnahme, die wir hier gebaut haben, ist nicht die einzige. Es gibt sogar Radiologie, kannst du noch wählen. Du kannst die Intensivstation machen, Chirurgie, innere Medizin, Orthopädie, Kardiologie und Neurologie. Na, das alles sind mögliche Teilbereiche unseres Krankenhauses, das wir hier bauen. So. Jetzt gucken wir mal gerade. Wir haben jetzt hier einen langen Arbeitsweg, langer Weg zur Arbeit. Kann häufig zu spät bei der Arbeit erscheinen. Ja, naja gut, wenn sie im Stau steht, kommt sie nicht, kommt sie ein bisschen später. Und das haben wir auch noch nicht gesagt. Die Leute haben alle Perks. Ja, also das heißt, in dem Fall ist sie eine Schnecke. Sie bewegt sich einfach langsamer als andere. Und sie hat noch zweimal versteckte Eigenschaften, von denen wir noch gar nichts wissen. Ja, hier auch, der hat auch einen langen Arbeitsweg. Unsere Ärzte kommen halt einfach später. Und er ist deprimiert. Gibt Deprimiert-Modifikator für sich selbst, okay. Hat aber sonst nichts mehr, wir kennen ihn quasi. Hier haben wir zum Beispiel den Andrea, die hat Widerstand, Ruhelevel sinkt langsamer und fleißiger Mitarbeiter, nimmt sich keine Pausen. Ja, die wir so als Arbeitgeber sind, finden wir das toll. So, kommt schon. Ach, guck mal, die unterhalten sich gerade über Drachen steigen lassen. Unsere Ärzte haben gerade nichts zu tun, ist gerade unfassbar langweilig. Holy moly, da kommt schon jemand. Die Barbara. Die Barbara Halbhuber ist auf dem Weg. Geht zur Rezeption. Haben schon unsere Leute erspäht, sind schon auf dem Weg zur Arbeit. So, nicht versichert ist sie und kommt jetzt ins Krankenhaus. Und jetzt wird erstmal aufgenommen, was hat sie denn die Gute? Ne? Wird gerade befragt an der Rezeption. Uiuiuiui. Sie hat Fieber, sagt sie. Ne? Fieber hat sie, was ist denn da so? 37 bis 39,5, also jetzt nicht mega dramatisch, geht schon. Ne? Barbara ist so, ne, und hat 5 versteckte Symptome. Und das könnte jetzt halt hier oben werden mögliche Diagnosen genannt. Und da kann alles drin sein. Meine Lieben, den Putzschrank, der kommt auch noch. Ja, jetzt habe ich erstmal so ein bisschen Grundsachen gebaut. Die ganzen so Sachen wie Putzräume, die habe ich, da habe ich dann noch was vor. Weil wir bauen ja hier nämlich noch das Labor an. Und da kommt dann auch der Putzraum für die Notaufnahme mit rein. So, jetzt kommt sie daher. Und jetzt macht der Doc aktuelle Untersuchung, er
Also sie wird jetzt erstmal mit unserem Arzt reden und erstmal noch ein bisschen gucken. Sie mag zum Beispiel gerade nichts essen, sie findet das gerade irgendwie schwierig. Ne? Und so kommen dann langsam, werden diese Symptome aufgeklärt. Ne? Kopfschmerzen hat sie auch noch, Fieber, Appetitverlust. So, und jetzt werden hier eben die Diagnosen immer konkreter. Ah, ziehen Sie sich mal aus, junge Frau. Ah, so, jetzt wird erstmal geguckt. Jetzt wird abdominales Abtasten erstmal gemacht. Das ist auch eine Sache. Zwerge im Labor, holt die Feuerlöscher. Ja, allerdings. Ich weiß auch nicht. So, Abtasten des Halses. Also es wird hier jetzt schon Stück um Stück wird das jetzt hier ein bisschen konkreter. Hier kommt auch eine junge Frau rein. Gucken wir mal. Brustkorbprellung, Rippenfraktur. Ach du Schande. Uiuiui, die hat es auf jeden Fall schlimmer erwischt als wir. Aber wir bleiben jetzt mal bei der. Entweder Mumps, Windpocken oder amerikanische Trüdings da. Moment. So, jetzt. Okay. Gucken wir mal. Und hier ist auf jeden Fall, die Symptome sind auf jeden Fall ganz, ganz Windpocken hat die Barbara. Die kam jetzt und hat, jetzt weiß er, dass sie Windpocken hat. Und sie bekommt eine Betäubungssalbe, Virustatika und ein Magenmittel. Ist ein Wort, oder? Kann man so machen. Würde ich auch sagen. Ja, jetzt wird es erstmal so ein bisschen durchbehandelt. So, was, wie schaut es bei der Bettina aus? Ja, ist eigentlich relativ klar, was sie hat, ne? Keine eindeutige Diagnose. So, jetzt können wir natürlich, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt bei der Bettina sagen, dass wir zum Beispiel den Arzt wechseln, dass wir ihn, dass wir einfach den besseren Arzt nehmen, damit wir das nochmal ein bisschen verbessern können. Aber wahrscheinlich können wir hier schlicht und ergreifend, wir müssten sie röntgen und das haben wir noch nicht. Ja, wir können hier nicht viel mehr entscheiden. Wir könnten natürlich jetzt sagen, ja, das ist eindeutig, du kriegst jetzt einen Eisumschlag zum Beispiel. Ja, das kann helfen, das kann aber auch voll in die Hose gehen. Wir sind uns da jetzt nicht sicher, wir können sie auch in ein anderes Krankenhaus überweisen. Und das würde ich jetzt einfach mal machen. Die wird jetzt in ein anderes Krankenhaus geschickt, weil wir kein Röntgengerät haben. Ja, müssen wir leider machen, weil wenn wir jetzt ein Röntgen hätten und ein Labor, könnten wir natürlich jetzt den Thorax röntgen. Ja, und dann könnten wir rausfinden, gibt beispielsweise, ist das und das. So, Krankenkasse kann unter Vertrag genommen werden. Wir könnten jetzt die Parmaduk zum Beispiel noch annehmen. Die zahlen zum Beispiel hier eben 80% der Behandlung schon mal, ganz gerne mal. Ja? Und dann könnten wir mit denen auch einen Deal eingehen. Ja? Die schicken uns aber auch 10 Patienten. Das heißt, wir machen am Tag doppelt so viele. Die nehmen wir jetzt. Die senden jetzt nur 6. Na, jetzt am Anfang. Baue und stelle Personal für ein Labor ein. Das heißt, hier bräuchten wir, um die behandeln zu können, weil die werden jetzt auch schwieriger, bräuchten wir schon mal ein Labor. Und da kommt jetzt auch der Abstellraum, beziehungsweise der Raum, der eben für weiterführende Sachen gedacht ist, kommt jetzt hier ins Spiel. Und ich würde sagen, das bauen wir jetzt einfach mal. Und wir haben ja noch ein bisschen Geld, das können wir jetzt auf den Kopf hauen. Das heißt, ich baue jetzt hier erstmal so einen kleinen Bereich auf. Da kommt jetzt hier eben nochmal den Bereich rein. Moment, da habe ich jetzt was Falsches gemacht. Wir wollen ja hier diesen Bereich machen. So, dann kommt hier eben eine Mauer weg. Und zwar hier. So, der Bereich ist jetzt neu eröffnet. Und hier kommt jetzt ein Labor rein. Machen wir dann... das Labor mal ein bisschen größer, oder? So. Und dann Abstellraum, der kommt hier mit rein. Der muss nicht so groß sein. Und den Bereich lassen wir noch offen. Da haben wir, glaube ich, jetzt auch noch nichts. Könnte man noch mal Toiletten reinsetzen oder sowas. So, dann gibt es hier einen Korridor. Machen wir erstmal ein bisschen größer. So, okay. Jetzt kommen hier auch mal wieder Wände her. Und hier kommt eine Türe dann rein, weil der Bereich soll ja eigentlich, hier gibt es keinen Zutrittbereich, weil ins Labor, da muss eigentlich keiner von den Patienten jetzt eigentlich so im Regelfall hin. So, das ist das. Dann gibt es hier auch nochmal keinen Zutrittbereich und hier auch nochmal keinen Zutrittbereich. So.
die kriegen natürlich auch Lamellenfenster. Muss ja auch nicht jeder reingucken, was die da den ganzen Tag machen. Und hier machen wir einfach ein kleines Fenster rein, ne? So, gut. Okay, dann bauen wir jetzt, gucken wir jetzt mal. Also hier fehlt auf jeden Fall ganz, ganz viel Ausstattung. Wir brauchen erstmal, ich denke mal, einen Labortisch. Oder warte mal, die haben doch bestimmt hier auch einen Schreibtisch, oder? Machen wir hier mal einen Schreibtisch her. Mit einem Bürostuhl. Weil das geht, glaube ich, das ist einer der wenigen Dinge, die du überall machen kannst, ne? Dann kriegen die nämlich auf jeden Fall hier erstmal einen PC drauf. Und einen Drucker. So. Den brauchen wir nochmal ein paar Tische. Geräteschrank. So. Labortisch.